Ja, es sieht jetzt schon besser aus. Gut, und hier die ackern sich langsam vorwärts. Hier ist eine tote Straße, hier können wir mal abreißen. Ja, hier ist dann natürlich auch, kann man natürlich auch überlegen, ob man nicht hier dann noch Getreidefarm hinbauen, weil ich meine, das sind dann auch hier so Sachen, das kommt ja dann weg irgendwann. Das müssen wir ja auch irgendwann neu bauen. Das muss dann weiter nach vorne gesetzt werden. Bergwerk verbraucht jetzt schon. Na, wenn du das sagst, wird es bestimmen. Das ist ein Eisenbergwerk, das wollen wir nicht. Ja, dann. Ja, das kommen wir da jetzt ran. Ja. Gut. Dann bauen wir direkt das nächste. Weil es scheint ja erstmal zu laufen. Vor allem, wenn jetzt. Eigentlich müssen wir noch eins anschließen. Wenn wir mal ehrlich sind. Wenn die Münzprägerei jetzt auch noch anfängt, dann wird es eigentlich umso wichtiger, dass wir ausreichend Kohle haben. Wie sieht das aus? Ja, das ist nämlich eher dann so die Mangelware. Bestimmt jetzt schon ein paar Sachen abgekriegt. Der wartet jetzt einfach nur auf das Gold. Das müsste dann kommen. Wir haben jetzt hier zwei. Das wären dann fünf, sechs. Okay, ich glaube, wir hatten sieben Bergarbeiter am Anfang. Reicht also noch. Und wenn dann aber die Münzen da sind, würde ich eigentlich auch schon gerne anfangen, Soldaten zu leveln. Also, das würde mir eigentlich. Ja doch, warum denn nicht? Ne? Wenn es da ist, dann ist es halt da. Dann sollten wir das auch tun. Also müsste ich mich jetzt mal entscheiden, wo ich mit meiner ollen Festung hin will. Und ich entscheide mich für hier oben. So, Festung dahin. Bisschen komplizierterer Weg, fürchte ich. Wo geht der hin? Der Weg? Vielleicht irgendwie hier so. Hier könnte ich mir noch eine Verbindung irgendwie reinbauen. Kann ich denn immer noch machen? Weil ich gehe mal davon aus, wenn ich die Baracke abreiße, kann ich hier noch eine Fahne setzen, dann kann ich von hier oben noch eine Verbindung nach unten machen. Aber ich könnte schon mal hier sowas machen. Auch schon mal was wert. Vielleicht haben wir sogar später Platz, den Brunnen irgendwo weiter hierher zu setzen. Müssen wir noch mal gucken. Hier baue ich mal noch ein Kohlebergwerk hin. Ob das dann funktionieren könnte. Keine weiteren Steinbestände. Ey, Mensch, da habe ich ja schon fast drauf gewartet, dass das mal passiert. Und dann nutze ich die Gelegenheit und lege hier einfach mal ein bisschen die Straßen um. Und zwar so, ob das jetzt sinnvoller ist, weiß ich gerade auch nicht so genau. Wahrscheinlich eher nicht, aber oder? Hier würde jetzt nicht noch was hinpassen, also war es eher nicht sinnvoll. Wahrscheinlich soll ich versuchen, eher hier ranzukommen. Um dem hier mehr Platz zu machen, obwohl der jetzt ja schon eigentlich recht ordentlich dabei ist. Man könnte auch natürlich einfach mal so machen. Und mal warten, bis das Feuer da abgefackelt ist. Dann dürfte der hier Platz haben, noch ein Feld anzulegen eigentlich. In der Theorie. Und dann gehe ich hier rüber und gehe da von unten ran. Müsste eigentlich gehen. Gut. Ja, der hier läuft da jetzt auch ganz ordentlich. Und die Münzprägerei fängt dann irgendwann an. Ja, es kommt langsam. Ich glaube, ich werde mal den Transport wieder umstellen. Wir befinden uns nicht mehr in der Aufbauphase. Steine werde ich ganz nach oben nehmen, weil hier wird einfach so viel Stein abgebaut, dass das muss weg. Und dann rutschen wir halt ganz nach oben mit unseren ganzen Sachen hier. Eisen, Gold, Nahrungsmittel,
werden wir hier hinsetzen. Und Goldmünzen können erstmal bleiben, ja. Ach, dabei fällt mir ja auf, wir haben ja überhaupt keine Brauerei gebaut bisher. Das ist... Ja, Bier nimmt ab. Wie sieht's aus mit Getreide? Getreide ist da. Okay, ich baue mal hier eine Brauerei hin. So. Ja, damit das auch mal funktioniert. So. Können wir hier noch eine Querverbindung hinbauen. Und da bräuchte jetzt natürlich eigentlich noch einen Brunnen. Na, bisher haben wir kein Wasser eingelagert. Haben wir hier oben? Ja, da oben. Dann muss ja auch hier... Ja, das kommt von da. Ein Brunnen. Wollen wir mal hier hin. Brunnen. So. Das sind auch nur 3 Schritte, oder? Ja, das müssen 3. 1, 2, 3. Ja, passt schon. Dürfte so funktionieren. Wie sieht dann sonst aus? 7 Brote haben wir hier schon hergestellt. Und hier. Nimmt langsam ab. Also, wir haben auch noch keine Schweinezucht oder so. Müssen wir uns auch nochmal überlegen. Oder ob man das hier weglässt, weil der Platz halt doch eher ein bisschen begrenzt ist. Muss ich mal schauen. Weil an sich ist natürlich eine Bäckerei und eine Mühle kostet weniger Platz als eine Schweinezucht und eine Fleischerei, weil ja Mühle und Bäckerei beides mittlere Gebäude sind. Eine Schweinezucht ist ja schon wieder ein großes. Mal schauen, wie man das da macht. So, wir gehen erstmal hier noch ein Stückchen weiter, würde ich mal sagen. So. Obwohl ich vielleicht mal hier vorher eine Baracke bauen sollte oder sowas. Machen wir es mal hier. Schwupp. Hier ist noch ein Gebirge, hier kommt noch ein Gebirge. Da könnten wir nochmal auf jeden Fall gucken, ob wir da nicht noch irgendwelche nützlichen Sachen finden. Eine Baracke bauen wir hier eigentlich. Ja, wollte ich hier hinbauen, können wir nicht. Super Sache, dann nützt uns das hier schon mal irgendwie gar nichts. Toll. Toll, toll, toll. Oder eben auch nicht. Bergwerk verbraucht. Ja, jetzt geht das schon wieder zügiger. Das ist alles Eisen. So. Die Festung wird immer noch gebaut. Das dauert noch ein bisschen. Und Mensch, hier wollte ich doch den Weg bauen. Schon wieder vergessen. So. Das sind 1, 2, 3. Das geht. Alles im Rahmen. Gut, dieser Weg ist vergleichsweise sinnfrei, oder? Eigentlich schon. Wird sowieso nichts drüber transportiert. Also reiße ich den ab. Und hier sehe ich gelbe Grenze. Das gefällt mir nicht. Müssen wir mal versuchen, weil die dann wieder ein Stück zurückdrängen können. Mal da irgendwie eine Burg oder so bauen. Weil hier, man sieht ja, es wird da ein bisschen schmaler. Und eigentlich wäre es schon gut, wenn wir dann da landen, wo es dann schon wieder breiter wird eigentlich. Wenn wir da noch einen Fuß in die Tür kriegen. Militärgebäude ist besetzt, das freut mich. Wie sieht das aus hier? Mensch, machen wir erstmal weg hier. Wie sieht das aus mit Goldmünzen? Wie viele haben wir denn? 4 Stück. Naja, können wir eigentlich loslegen, ne? Gucken wir mal drauf, was wir so für einen Soldaten haben hier. 13. Und hier haben wir auch noch ein paar sitzen, nehme ich mal an. 21. Ja, die schicke ich mal hier raus. Die können mal alle mit hier rüberkommen. Und dann würde ich sagen, filmen wir das Ganze. Es dürften ja auch nicht so viele Militärgebäude noch angeschossen sein. Das hier. Und das hier. Und das da. Und das da. Okay, das sind schon noch eine ganze Menge. Ach, Mensch. Nee, das hier ist gar nicht angeschlossen. So, hier müssen wir das mal zumachen. Und das hier könnte ich auch durchaus noch umgehen. Mache ich jetzt vielleicht auch mal, weil...
Wenn ich da jetzt anfange, dann sollten so wenig Militärgebäude wie möglich an den Straßen sein. Gut, das wären jetzt das und das. Weil das hier werde ich jetzt auch wieder wegnehmen. Okay, hier haben wir jetzt wieder zwei Richtungen. Wir können nach oben. Und wir können weiter hier runter. Okay. Dann lassen wir es erstmal kurz so. Und ich beginne einfach mal damit, jetzt das Militärgebäude zu füllen. Wie viele sind es denn jetzt? Zwei? Das müssten wir ja schaffen. Also füllen wir doch mal die grenzfernen Militärgebäude. So, und dann müssten die doch jetzt mal losziehen, genau. Sehr gut. Sehr gut, meine Freunde. Und dann können wir hier auch wieder aufmachen. Und dann geht's los. Es geht los. War hier schon eine Goldmünze drin? Sieht so aus. Aber macht nichts, war nur eine. Das passt ganz gut. So. Ja, jetzt dauert es ja auch erstmal, bis die dann soweit sind. Keine weiteren Fischbestände. Hier oben. Kommt eigentlich ganz gelegen. Dann können wir nämlich hier die Straße abreißen. Und das dürfte eigentlich dem Bauernhof zugutekommen. Bergwerk verbraucht. So, ich hoffe, das andere... Oh Gott, das war voll mit Nahrung, ey. Das gibt's doch nicht. Wenn wir hier irgendwie die Straße weg... So, ein bisschen näher ran da... Und ich werde mal kurz speichern und versuchen, jetzt diese Baracke abzureißen. Und wenn das jetzt schief geht, dann, ja. werde ich danach neu laden. So, speichern. Und dann versuchen wir es mal. Und hat sich irgendwas Schlimmes gemacht? Nö, hat sich nichts bewegt, oder? Nee. Ist gar nichts passiert, glaube ich. Na, so ist doch gut. Aber jetzt kann ich da immer noch kein... Ah, hier die Fahne noch weg. Und jetzt kann ich ein Fähnchen hinsetzen. Das freut doch. Dann kriegen wir auch von hier oben eine Verbindung runter. Gut, gut. Wir haben schon einen Golden hier drin. Ging ja ruckzuck. Die Schmiede arbeitet gar nicht so richtig. Was fehlt denn hier? Kohle. Wo ist die Kohle? Hier sind doch... Shit, ich habe da ein Eisenbergwerk. Nein, mach das, stoppt das. Geh weg. Oh, jetzt fängt er da an zu bauen. Na, ist mir auch egal, aber ich habe hier nämlich aus Versehen ein Eisenbergwerk angeschlossen. Und kein Kohlebergwerk. Kein Wunder, dass die Kohle ausgeht. Ja. Verflucht. Okay, 1, 2. 1, 2. So. Funktioniert. Gut, und der Weg dürfte zumindest ein bisschen kürzer sein als sonst immer. Weil sonst habe ich ja immer direkt an der Grenze gebaut. Und ja, man merkt schon, das geht irgendwie ein bisschen zügiger. Nee, da passt das doch eigentlich. Okay. So, hier unten müsste man natürlich eigentlich schon noch weitergehen. Logisch. Na, eine Wachstube nicht. Solange wir hier niemanden treffen... Machen wir sowas nicht. Schwupp. Baracke. Mal gucken, wo es uns hinführt. Die nächste.